In het noorden van Duitsland aan de Oostzee vind je de gezellige stad Wismar. De historische binnenstad en de oude haven zijn voor veel mensen redenen om hier naartoe te gaan. De winkel van deze local mag je overigens ook niet overslaan als je de smaak van de regio beter wilt leren kennen. Ja, moin, ich bin Vanessa und ich bin die Gründerin von M4 Liebe. Ich bin 28 Jahre alt und wohne in der wunderschönen Stadt Wismar. Hier im Regioladen von M4 Liebe könnt ihr Köstlichkeiten aus der Region entdecken. Zusammen erfahrt ihr ganz viel über die Produzenten und über die Geschichte hinter den Produkten. Ich freue mich unheimlich, dass wir seit kurzem ein eigenes Produkt haben, den M4 Liebe Löffellikör. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lecker der ist. Es ist Löffellikör, also Eierlikör, den man löffeln kann. Ich freue mich unheimlich, dass wir euch die Produzenten auch vorstellen können. Wir haben kleine Fotos mit in den Regalen stehen und so habt ihr auch direkt ein Bild vor Augen, wer denn hinter zum Beispiel Kalles Zinn steht. Ich habe mich damals sofort in Wismar verliebt, denn es ist eine Hansestadt und zu einer Hansestadt gehört ein Hafen und dieser Hafen ist unbeschreiblich schön. Man kann im Sommer mit einem Bierchen am Hafen sitzen, auf den Treppenstufen Menschen beobachten und die alten Speichergebäude, die nun wirklich unheimlich schön saniert sind, genießen. Und ja, eine Hansestadt ohne einen Hafen, das wäre doch nichts. Wismar zeichnen alte Giebelhäuser aus. Die sind unheimlich schön saniert und am besten kann man sie betrachten, wenn man durch die Gassen schlendert oder auch am Marktplatz. Denn hier sind die Häuser ganz besonders bunt und es ist unbeschreiblich, wenn man auf diesem großen Marktplatz steht und sich umdreht und diese wunderschönen Häuser sieht. Also Marktplatz dürft ihr nicht verpassen. Mein Lieblingsplatz in Wismar ist die Aussichtsplattform auf der St. Georgenkirche. Mit meinem Besuch fahre ich immer hier hoch, denn man hat einen unbeschreiblichen Blick auf den Hafen, auf die Dächer und es ist einfach ein unheimlich schöner Startpunkt, wenn man mit einer Rundtour durch Wismar starten möchte. Kommt vorbei und lasst euch überzeugen!